Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Persona 3 Reload. Ich bin Sam Superfix. Beim letzten Mal haben wir hier die Prüfung überstanden und diese haben wir überlebt. Ob wir das Spiel überleben, wissen wir noch nicht. 10 Tage sind es noch, bis wir eine Entscheidung fällen müssen, ob wir uns Nick stellen oder eben alles vergessen werden. Auf jeden Fall, beim letzten Mal haben wir noch an unseren Nestlings gearbeitet. Kasuchis Nestling haben wir zu einem schönen Ende gebracht. Eine tolle Linked-Episode mir mit Jumper gehabt. Das hat ihm wirklich schön mal hier im Vordergrund gestellt. Und der gute Maxi, der hat hier ein bisschen seine Waffen, sein ganzes Geld ausgegeben. Ich habe jetzt hier unser ganzes Team das beste Setup, was ich hier kaufen konnte, hier gekauft, weil Montag war. Und Leute, schlimmste, ich habe immer noch 755.000. Ich bin einfach zu reich. So kürze ich das. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal was Wichtiges, und zwar mit Kuromaro Gasse gehen. Muss auch sein. Kuro-chan ist as happy as ever. No matter how cold it is, we'll be right here. So go play all you want, okay? Recently, I found a recipe for a cake that you can bake with nothing but a microwave. You know, since it's almost Christmas, I wanted to try making something to get in the spirit of things. And depending on the ingredients I use, I might even be able to give some to Kuro-chan. Oh, welcome back! Huh? He's holding something in his mouth. I wonder where he keeps finding all this. Oh no, Kuro-chan! Your butt's all dusty now! I guess we should take a bath together again. Let's head back. Good morning. This is Elizabeth. I am calling to inform you that more humans have wandered into Tartarus. 2 this time, I believe. Please swiftly and safely conduct a search and rescue. Goodbye now. So, und wieder zurück in der Schule. Nee, Edogawa interessiert mich einen Schmon. So, auf Wiedersehen. Ich glaube, ich muss keine Prüfung mehr machen, deswegen... Also würde mich das nochmal interessieren. Immer spicken und fertig. Immer schnell aufs Handy schauen, so wie es der Profi halt macht. Okay, so, Unterricht für heute aus. Dann speichern wir nochmal hier. Und was haben wir denn Schönes hier? Wir werden als erstes mal... Genau, bevor ich... Das war das Wichtigste. Als erstes mal zu ihr hergehen. Aufträge, hast du was Neues? Nö, okay. Und zwar ein neues Date. Oh, ich dachte, fragst nie. Sollen wir uns aufmachen? Flowing stairs that pose an obstacle to those who dare to reach another floor. So, this is an escalator. A simple contraption at first glance. But one false step will leave one mired in an exhausting ordeal. To all customers, for your own safety and the safety of others, please do not move in the opposite direction of the escalators. Thank you. Oh my. It seems that these customers may come to harm. We'd best exercise caution ourselves. And what is this? Please watch your step. There is a pitfall just ahead. Why, it's right over here. There, in the center of this fenced-off area, it's marked with eye-catching signs, proclaiming in bold print, "Do not enter." Humans are frequently drawn to what has been forbidden. This is a crafty snare, one that defies the common notion that pitfalls must be hidden. Flowing stairways, pitfalls employing high-level psychological tactics. Human authorities truly go to great lengths in their quest to preserve the town's law and order. I'm very moved by their dedication to the cause. Let us carry on. Our thoughts with the unsung heroes who give their love and lives to this town. Oh,
tantalizing fragrance. Can it be? Whoa! You can figure out our secret ingredient with just a whiff? I guess you got a funky sense of smell to go with your funky sense of style, lady. Well, there ain't a law saying takoyaki shops can't cook other stuff besides octopus. So, how about it? Wanna buy some? I swear my takoyaki's so good it'll make your jaw drop. Cuisine so scrumptious that one's jaw can drop off? I imagine that would warrant urgent medical care, realistically speaking. But I would very much like a taste. Unfortunately, this is all I have on me at the moment. I do hope this is sufficient. I have yet to see someone who has actually lost their jaw. That must mean that the ordinary citizen cannot easily afford these. Oh, upon closer inspection, a single serving is only 400 yen. Well then, two orders of your finest takoyaki, please. Thanks. Here you go. And come again. This distinct texture, the firm, chewy skin, there's no doubt about it. I must say, I'm surprised to see this used as a cooking ingredient. It has yet to even unhinge. But for the better, I suppose. There are many other delicacies I must try. It wouldn't do to lose my jaw before sampling each and every one of them. There appear to be several dining establishments around here. We must simply visit all of them. My first priority is to go to something called Annette Cafe, where one may use something called a soda fountain. This apparatus allows for an infinite combination of flavors by mixing various solutions. Just thinking about it gives me a sort of electric tingle across my tongue. I see. My! Oh, my! Oh, how intriguing! We appear to have exhausted every dining option in this area. Oh dear, is something the matter? Now that I think about it, you haven't eaten much since our seventh meal. In any event, I must thank you for your delightful company. I shall certainly savor this experience. If you don't mind, I'd very much appreciate it if you were to escort me again sometime. Wenn es uns nicht umbringt, dann nur zu gerne. Danke für vorhin. Nun, wie kann ich dir helfen? Du hast anscheinend einen weiteren Auftrag abgeschlossen. Genau. Ich danke, dass du mich die Vertoderstation gezeigt hast. Faszinierende Fahrgeschäfte, fatale Fallen, natürlich Köstlichkeiten, kuriose Küchen. Dort führen die Menschen ein anderes Leben als die aus dem Paliner Einkaufszentrum neulich. Und damit ich unsere Erlebnisse nicht vergesse, möchte ich einige der gekosteten Gerichte nachkochen. Also jetzt muss ich zutreffen und sagen, das wird ein Spaß. Buch der Welten. Damit könnt ihr Toff. Oh, Toff ist gefährlich. Oh, warte mal. Gleich die nächste Aufgabe. Angeblich soll eine liebevoll mit Aufwand gezüchtete Kartoffel mysteriöse Kräfte entwickeln. Die Samen für solche Kartoffeln findest du in einem Laden für Pflanzen. Würdest du bitte so eine Kartoffel züchten, um die Echtheit dieser Behauptung zu überprüfen? Cool. Das kann ich... Oder warte mal, habe ich die schon? Das wäre natürlich cool. Eine ungewöhnliche Kraft geht dir von aus. Hast du vielleicht eine Kartoffel angebaut? Kriegst du Tsukukaja-Kartoffel? Eine wirklich bizarre Kartoffel. Sie strahlt eine ungewöhnliche Kraft aus. Sicher ein Gericht, das unter die Haut geht. Warum siehst du mich so komisch an? Der Auftrag ist jedenfalls erledigt. Bitte nimm das als Belohnung. Cool. Läuft doch mit Elisabeth. So, Sushi. Seit unserem Kulinarstreifzeichen durch die kulinarische Welt ist mein Interesse an Nahrungsmittel gestiegen. Seit meiner Suche nach Delikatessen bin ich auf das sogenannte Sushi gestoßen. Es wird zu Festen gereichert, zu denen die Göttin an ihre Scheine geopfert. Die Sushi muss göttlich schmecken, da es den Göttern schmeckt. Ich hätte selbst gerne ein bisschen. Okay, kann ich dir leider nicht anbieten. Kommt noch. So, dann. Esslings. Wer will, wer hat noch nicht genug von mir? Kurz mal schauen. Heute können wir endlich mal Pippe weitermachen, den Deppen. Wie gesagt, mein most hated Charakter in diesem Spiel. So. Mäßigkeit.
So, haben wir da eine Mäßigkeitspersona? Selbstverständlich nicht, deswegen habe ich jetzt extra nochmal geschaut, weil sonst wäre ich natürlich hingerast und dann gleich wieder zurückgerast. So, Registrierung. Können wir machen. Ruf. Oh, wir sind inzwischen schon 68, Mann. Zeit vergeht. Wir müssen mindestens Level 91 erreichen, nur so nebenbei. Damit wir alle Personas zusammen fusionieren können. Nach Arcana. Mäßigkeit. Kaufen wir mit unserem besten Freund Nigi Mitama. Der schaut genauso dope wie Pepe. Und dann wandern wir so schnell es geht wieder zu ihm, wenn es erlaubt ist. So. Oder warte mal, kann ich mich direkt zu dem hinwerfen? Dankeschön. So. If I put in my greatest effort, I will achieve the greatest outcome. One needle, one soul. This is my super day. My everything. Huh. That cheap material has been completely transformed. I could never have done this on my own. Without you, I would probably be back home already. And thanks to all your help, the kimono is almost finished. I feel so blessed. My home country. With my aunt gone, there is nothing there for me now. I just want to hurry and put an end to this so that I may live and die in Nihon. There's something I need to tell you. I have gotten to know many people since coming to Nihon. But you have been the most Tsubarashi person of them all. If my aunt was still alive, I would tell her about what a wonderful friend you have been to me. The final touches on this kimono. Sure, I am so tired, I may be hallucinating a little bit, but this is the last part. I can't give up now. Ready, set, go! So, einmal PP überstanden. Loser, du Flat. Oh, stimmt, wir haben ja noch eine Rüstung gekauft. Ohoho. Was geht? Nicht so viel aktuell. So, alle wollen was von mir. Die schauen mich alle schon wieder so mega vorfall an. So. Mir fällt auf, wir hätten. Theoretisch gibt es mit Ken eine Linked-Episode, aber die haben wir leider verkackt, weil ich die leider einmal nicht gemacht habe. Das ist ja wurscht. Schauen wir uns mal die Yukari was. Das ist alles. Ich habe die letzte Staffel der Serie ausgeliehen, die wir zusammen angeschaut haben. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und auch wenn ich traurig bin, dass es vorbei ist, bin ich wirklich gespannt auf das Ende. Ihr werdet bald eine neue Fähigkeit erlangen, dann umso mehr noch. Before how it caught my attention, but I was afraid it might be too scary for me. But I'm glad I watched it. Guess it's important to break out of your comfort zone sometimes. Do you ever try watching things from genres you don't normally get into? Oh wow, I could learn a thing or two from you. Trying out all kinds of shows seems like a good way to find hidden gems. Watching this together made me realize how much I appreciated the main character. Like how she can't turn a blind eye to people in need and extends her hand to almost anyone. And of course the way she kept pressing forward no matter what happened.
It was so inspiring. Come to think of it, isn't she just like you? That might be a stretch. Remember how I told you about that girl I was close to who started ignoring me one day? It's not like I did anything to make her hate me. We've been friends for a long time, but one day out of the blue, she just said, "My mother told me I can't play with you anymore." It's because there were rumors floating around about my parents. I kinda get it now, looking back, but at the time, I was just sad. What I'm trying to say is, this show made me realize I'd like to be a little more like the main character. I want to be the kind of person who'd help anyone at any time. Someone who's kind and strong. It might be silly to say I look up to a fictional character, but there's no harm in following her example. At least, that's what I think. Oh! The last episode's starting! That ending was so good! I hope they'll make a sequel. I'll bring more DVDs I'm curious about next time. Oh, it's about time we head back to our rooms. Have a good night, okay? I thought you were gonna go visit your mother's grave. Sonata-san. You sure this is where you want to be? Well, I was planning on visiting her, but when I thought about what I was gonna say to her, it just didn't feel right. I've still got unfinished business to take care of first. Yeah, I know what you mean. I don't have anything to tell Shinji right now. I've got my own stuff to deal with. An unbeatable enemy, huh? I wonder what it's like. Beats me. It doesn't matter, though. I've already made up my mind. I don't care what I'm up against. I'm gonna look it straight in the eyes. Straight in the eyes. I like the sound of that. You can count me in, too. All right. Schön, wenn wir alle unsere Freunde hier sich nochmal zusammensetzen. Heute ist der Geburtstag des Herrschers da, ist stuhlfrei. Ah, okay. Das heißt also, ich kann wieder keinen S-Link mit dem Honk hier machen. Das ist auch nicht so schlimm, obwohl ich heute eigentlich gerne weitergemacht hätte. Mit Pepe. Aber Pepe versucht wieder das zu sein, was am besten ist. Nämlich sehr unsympathisch. Egal, liebe Leute. Ich würde sagen, wir reden mit Mamoru. Und Stufe 9, Leute, dann beenden wir auch diesen schönen S-Link. Glad we can meet up one more time before I take off. I told you last time, right? I'm getting a job. Factory's way out west, so I'm moving into a dorm there. I've already sent my luggage. Now I just gotta send myself. My mom started crying and blaming herself. But I'm the one who wants to do this. This is a new chapter in my life. Guess I should say goodbye to this ramen, too. Well then, I better get going. Sorry, but it's time to go. But how about you come see me off at the station? Hey. Here, take this. I want you to hang on to that. It's okay. There's no car to drive. It's the key to my dad's car. I've been keeping it for good luck. Sometimes I get pretty pissed that he's not around anymore. My life wouldn't have been so complicated, you know? I could have enjoyed track more. I wouldn't have had all that pressure to be the best. But by blaming him like that, I was just running away from my problems.
That's why I want you to have it. I don't want to risk running away again. But if I know you have it, I'll be able to stand on my own two feet. Then, next time we meet, I can still be proud of who I am. Thank you. I am Val. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the Star Arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the star within thyself. We'll see each other again someday. Oh, hallo. Noch 8 Tage bis Silvester. Shepard-san, hast du dich schon für was entschieden? Ich schon. Ich werde kämpfen. Ich habe viel darüber nachgedacht, aber am Ende wurde mir klar, dass es gar nichts nachzudenken gibt. Ich kann meiner Mutter der Aragaki-san ja nicht beichten, dass wir verloren haben. Von daher... Leute, schöne Szene. Ich bin mit, zwischen Fuka und hier Kuromaru und Junpei wird es wahrscheinlich auch noch eine Szene geben. Aber kurz mal muss ich überdenken. Leute, wir können Helen fusionieren. Für die mein Persona 4 Let's Play angeschaut haben, Leute... Ja, Helen ist bonkers, Mann. Ist mein absolutes Lieblingsding in Persona 4. Du fusionierst ihn. Er hat den Move, dass er halb so viel SP braucht. Und dass er halt alle seine Buffs, also dass er doppelte magiert, sich selber buffen kann. Mit allen normalen Stärke-Buffs. Und dann hat er halt Morningstar. Also die stärkste All-Might-Attack im Spiel. Und so bin ich halt das ganze Spiel echt durchgelaufen. Das war echt nett. Also... Yo Leute, ihr merkt, was wieder gekommen ist. Es ist wieder ein dunkler Tag gekommen und zwar... Genau, ein Kind ist in der Tiefe. Nein, das will ich doch gar nicht wissen. Jetzt langweile mich nicht. So, schick's erfahren. Und zwar... Genau. Mehr seltene Gegner, wie eh und je. Gut. Und ich habe schon wieder vergessen, mit Elizabeth zu reden. Na, hätte man tagsüber machen können. Jetzt kommt, nerv mich nicht. Schlagen wir trotzdem nochmal schnell bei ihr. Hallo. Und dann, liebe Leute, ist es mal wieder soweit. Wir müssen in den Tartarus. So. Gedanken über Nessie. Bitte warte ein Weilchen, bis ich mich entschieden habe. Überlege mir. Vielleicht kann ich bis dahin einen. Ja, okay. Also, wir haben noch nicht genügend Aufträge mit ihr erledigt. Okay, gut. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja gut, wir haben noch ein paar. Ah, die Sushi-Rollen könnte man noch schauen. Die habe ich vergessen. Das muss man tagsüber, glaube ich, machen. Okay, passt. Dann, ich würde mal sagen, wir haben uns Weihnachten noch nicht ganz verdient. Und ich meine, der Weihnachtsmann, der kommt ja erst morgen Abend und nicht heute Abend. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir heute nochmal hier los, oder? Komm, speichern wir nochmal kurz. Ich darf nicht immer nur den obersten und den untersten Safe-Game hernehmen. So. Jo, jemand hat das. Ein paar Leute schaffen es nicht, wisst ihr das? Wer schafft es nicht? Aegis, ja gut. Ach so, ja gut, Aegis ist ja eh. Außer Gefecht. Gut, du hast mich jetzt gerade hier ein bisschen irritiert, aber wie gesagt, die liegt ja eh oben. Maxi, hast du einen Augenblick Zeit? Der Tartarus hat offenbar keinen kleinen Ehrengast. Und zwischen seinen Zähnen hält es ein Fragment, das sein eigenartiges blaues Licht darstellt. Sollte dich die Neugier übermannen, starte deinem Gast doch einen Besuch ab. Er ist vermutlich auf der Ebene 100, ja, so? Das hört sich seltsam an.
Okay, also liebe Leute, wir werden Tartarus machen. Es ist das vorletzte Mal, dass wir in Tartarus gehen. Also endlich nähert sich der Dungeon seinem Ende. Wir haben hier beste Ausrüstung. Ist natürlich das Problem ist, beste Ausrüstung haben wir zwar, aber levelmäßig können wir aktuell halt echt nicht mehr einsetzen. Das ist echt schlimm. Jumper eh nicht. Ist natürlich die goldene Frage, wen wir dann immer reintun in die Party. Aber das überlegen wir uns dann beim nächsten Mal. Denn wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal wieder getrost einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann los wieder mit dem Tartarus. Und wir schauen mal, dass wir den Dungeon hier schaffen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.